So, einen schönen guten Mittag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Relive, also zu der Nachkommentation des gestrigen Freitagsserienrennen. Ja, der Rookie Racing Liga. Wir gucken uns heute an, was gestern passiert ist. Leider gab es gestern keinen Livestream. Aber wir haben die Wiederholungen. Und ja. Da werden wir heute reingucken. Also jetzt Freitagsserie nachkommentiert und heute Abend dann das Samstagsserienrennen. Ich muss das jetzt nur finden. Also Marcy Star sagt, er hat das geteilt. Jetzt muss ich gucken, wo ich das finde. Das ist, glaube ich, hier unter Freunden. Ach je. Und dann müssen wir den die Nadel im Heuhaufen finden. Da. Ah, perfekt. Sprint Haupt, fangen wir mit Sprintrennen natürlich an. Geben auf jeden Fall schon mal ein Like ab. Abspielen. Tut mir leid, wenn ich mich zwischendurch mal ein bisschen stummen muss und weil ich husten muss oder so. Bin ein bisschen krank geworden. Aber ich versuche mich dann direkt zu stummen, damit das hier nicht übers Mikro geht. Wir sehen hier Fahrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrer waren gestern hier am Start. Ein bisschen wenig. Leider nicht ganz voll das Feld. Ich glaube, viele sind urlaubsbedingt nicht dabei. Auch heute sind nicht, also heute Abend in der Samstagsserie sind, glaube ich, auch nicht sehr viele angemeldet. Aber vielleicht finden sich noch welche, die noch mitfahren wollen, können sich gerne noch melden. Also Plätze sind auf jeden Fall noch frei. Und ja, gehen wir rein ins Sprintrennen, würde ich sagen. Ich hoffe, Sound passt. Ich hoffe, ihr hört mich auch. So, machen wir erstmal, Moment, machen wir erstmal Pause. Also, das Qualifying haben wir leider nicht. Aber wir gehen die Startaufstellung trotzdem mal kurz durch. Oh, ich kann Runden skippen. Seit wann das denn? Ich glaube, das ist, weil das nicht meine Wiederholung ist. Ich glaube, deswegen kann ich Runden skippen. Wiederholung. Okay, ich weiß nicht, was das macht. Machen wir mal so. Also, Marcy Star hat die Pole Position für das Sprintrennen gehabt. Laden auf der 2, Cyberbill auf der 3, LDSNUS auf 4, Felix auf der 5 und Bulmers auf der 6. Ohne Obi am Start gewesen. Das heißt, es kann nur einen anderen Gewinner mal geben. als den Obi. Und ja, gehen wir mal rein. 20 Minuten Sprintrennen. Die Ampeln sind schon zwei an. Ich werde noch mal kurz einen Schluck trinken und dann fangen wir sofort an. Fahren hier auf Deep Forest. Wir werden uns die Strecke dann in einem natürlich auch angucken. So. Da gehen die Lampen dann an. Und alle gehen aus und Snooze fährt rückwärts, lol. Okay. Interessante Taktik. Der hat einen falschen Gang eingelegt. Marcy Star führt das Feld auf jeden Fall mal hier durch die erste Kurve. Ah, wir fahren die Rückwärtsvariante. Wir fahren die Rückwärtsvariante im Sprintrennen. Und höchstwahrscheinlich dann andersrum im Hauptrennen. So, hier kommt schon die Gruppe hier in den ersten. Ui, da geht aber Bulmers ganz weg. Oh, der schlägt da sogar ein. Also Basis, da hat er schon mal gut verteidigt über die ersten Kurven. Jetzt geht's hier durch den Tunnel. Lange Gerade. Windschattenspiele natürlich hier.
Laden hängt da direkt hinter Master, Cyberbill auf 3, dahinter ist direkt Felix. Und Snooze, ja, der muss den Anschluss jetzt wieder finden. Der hat da den falschen Gang eingelegt am Start. So sah das aus. Ja, und Laden, der hängt hier direkt hinter Master. Und hier wirbelt es ein bisschen Staub auf. Aber soweit ist es eigentlich alles geordnet. Hier, oh, wilder Drift von Laden an der Stelle. Hilft natürlich Master, sich da ein bisschen abzusetzen. Wir haben leider in dieser Wiederholung, oh, Laden hat eine halbe Sekunde Strafe, leider keine Zeitenabstände links in der Tabelle. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber damit müssen wir jetzt leider leben. So, nach Runde 1 führt Master das Rennen an, dicht gefolgt von Laden, der aber sich hier schon eine halbe Sekunde Strafe eingehandelt hat. Muss dementsprechend ein bisschen aufpassen nach hinten. Da wird es auch interessant mit Felix gegen Cyberbill. Und da vorne gibt es einen Angriff. Laden, der sich... Boah, was ist das denn hier? Cyberbill hat jetzt komplett von dem Ganzen profitiert. Da gehe ich mal ganz kurz nochmal 10 Sekunden zurück. Das muss ich mir nochmal angucken. Also Laden... Okay, der sticht hier rein. Boah, das war ein böse Diveball. Und jetzt kommt hier Cyberbill von innen. Boah, das war schon gemein. Und jetzt muss er eh die Strafe absitzen. Also das war ein Angriff, den hätte er sich, boah, meiner Meinung nach sparen können, weil durch die Zeitstrafe, die er hatte, hätte er die Position sowieso nie verteidigen können. Cyberbill natürlich den Platz jetzt geschenkt bekommen an der Sonne. Aber Master hängt da direkt hinten dran. Natürlich auch Felix und LD Snooze davon profitiert. Die hier zwei wird hier im Hard Battle. Oh, Snooze, ja, es hat das Auto verloren. Hat jetzt einen Schaden vorne. Da wollen sie Side by Side durch die Kurven gehen. Das hat nicht funktioniert. Cyberbill jetzt hier. Wir haben schon 20 Uhr, genau. Nico, das ist das Real Life von gestern Abend. Weil es ja gestern keinen Livestream gab. Gucken wir uns jetzt das Rennen an. Heute Abend sind wir aber auch live mit der Samstagsserie. So, Cyberbill, der hier, ja, profitiert hat von dem ganzen, was da vor ihm passiert ist, führt die Meute jetzt hier an. Aber Master, der hängt da noch gut hinten dran. So, Felix in dem Mix ist da schon ein bisschen eine kleine Lücke aufgekommen, aber Laden, der will nochmal nach vorne. Der Abstand zu Eldisus da hinten ist auch noch viel größer geworden. Oh, jetzt fährt Laden ihm sogar noch rein. Aber wartet jetzt. Also den Fehler hat er jetzt eingesehen. Cyberbill kann die Führung ausbauen. Bin ich mal gespannt, ob Massis da nochmal zurückkommen kann hier. Felix auf der 3, Laden musste da jetzt ein bisschen abreißen lassen. Hat natürlich auch den Sprung da verloren, hat ihn aber auch dann, ja, den Platz dann wieder gegeben. Wollte sich da jetzt keinen unfairen Vorteil verschaffen. Eldis muss auf P6 durch den einen Rutscher, den er da hatte, und dann in die Wand rein. Bisschen an Zeit verloren, ja, und Bulmers fährt auch dem Feld ein bisschen hinterher. Aber hier haben wir schon Zweiergrüppchen hier. P1 und P2. Würde ich jetzt mal schätzen, knapp über eine Sekunde auseinander. Hier sind wir, glaube ich, auch mal bei einer Sekunde. Vorne scheint das erstmal nicht gefährlich zu werden.
Fahren wir mal onboard mit Laden hier durch das Geschlänge, hier durchs Infield. Boah, und jetzt sehen wir, wie Felix da... Boah, der hat das Auto mal noch gefangen. Hat aber natürlich jetzt hier den kompletten Schwung verloren. Kann sich aber noch vorne behaupten, nach vorne bleiben. Sehen wir mal, wie schnell das hier eigentlich zugeht. Jetzt hier den Knipp runter. Und dann 180 Grad Kurve Richtung Startziel, lange gerade Ausgang hier sehr wichtig. Du nimmst den ganzen Schwung hier auf die Gerade mit. Genauso wie in der, ja, was ist es denn? Turn 3. Wenn man das jetzt hier als Kurve sieht. Der Linksknick. Und dann hast du jetzt hier die scharfe Haarnadelkurve. Natürlich hier auch der Ausgang extrem wichtig. Hier musst du gut rauskommen. Vorne bleibt es soweit unverändert. Cyberbill bleibt vor Marcy's da. Aber hier bahnt sich langsam was an. Laden nimmt sich jetzt hier mal den Platz. Und geht vorbei an Felix. Felix hat auch mitgespielt, hat dann die Tür auch aufgelassen, um eine Kollision zu vermeiden. Ah, Felix immer wieder mit dem Tickchen im Gras und dadurch wird das Auto dann instabil. Bis jetzt hat er es nur immer abfangen können. Aber das kann natürlich auch mal böser zu Ende gehen. So, weiter vorne fährt Cyberbill. Nicht die absolute Bestzeit. Ja, die Marcy ist da gerade abgenommen. Die ist aber trotzdem gefahren. Mit einer 26.888. Aber Marcy ist da aber direkt um 1/14 schneller. Also der Junge ist dran. An P1. Ja, ist sehr gut, sehr kontrolliert aus. Versucht da dran zu bleiben. Vielleicht macht Cyberbill noch einen Fehler. Ist nicht auszuschließen in den nächsten 12 Minuten. Das Rennen ist noch lang. Man darf sich nie zu früh zu sicher sein. Laden kann sich in der Zwischenzeit ein bisschen absetzen von Felix. Aber ob der nochmal die Lücke nach vorne schließen kann, werden wir mal sehen. Eddie Snooze, der fährt ein bisschen einsam vor sich hin auf P5, genauso wie Bulmas. Da muss jetzt vorne schon Größeres passieren, dass die nochmal Position gut machen. So, hier vorne holt Marcy's da aber immer mehr auf. Ah, und holt sich da die halbe Sekunde Strafe ab. Ja, das ist natürlich dann bitter. Dann helfen dir auch keine Purple-Sektorzeiten. Aber es sieht trotzdem so aus, als könnte er aktuell schneller fahren. Die Rundenzeiten sagen Cyberbill 1.26.9 zu 1.26.8. Allerdings, wie gesagt, Marcy ist da jetzt hier mit dem der Zeitstrafe im Gepäck hier.
muss mal gucken, wo die Strafzone ist. Ich glaube, ich denke mal, die ist auf der Gegengeraden. Naja, die ist vorm Tunnel ist die. Da wird er natürlich jetzt den Anschluss ein bisschen verlieren, weil du wirst natürlich mehr verlieren als eine halbe Sekunde. Du wirst eine halbe Sekunde ausgebremst, aber den Schwung, den verlierst du ja auf die ganze Gerade gesehen. Deshalb bist du schon bei 19 Liter langsamer bis im ersten Sektor. Hilft natürlich, Laden da ranzukommen. Der lässt Felix da deutlich hinter sich. Ich glaube, Elis, du holst sogar auch ein bisschen auf. Ich sehe die Rundenzeiten 1:27.6. Felix fährt 1:28er Zeiten. Also der holt auf jeden Fall auf Felix auf. Da könnte das noch spannend werden. Jetzt biegen wir hier schon rein in Runde Nummer 9. Nach fast 12 Minuten gefahrener Renndistanz. Cyber befährt eine 1:27.228. Und Marci bleibt da erstmal langsamer. Aber gut, er hatte auch die Strafe im Gepäck. War natürlich jetzt auch die Runde, wo er die Strafe absitzen musste. Jetzt hast Elis Sus doch wieder ein bisschen abreißen lassen müssen auf Felix. Der hatte tatsächlich mal eine gute Runde. Ist die erste 1:27er Zeit gefahren. Der kommt so langsam auch in seinen Rhythmus rein. Während die Jungs vorne, zumindest Massis da auch nur eine 28er gefahren sind. Aber jetzt kommt er langsam wieder ran. Hallo Skippy. Schön, dass du reinschaust. Wow, boah, da ist er beim Anbremsen zu weit links. Da war er nicht mehr auf dem Teppich, da war er schon auf dem Gras. Und dann, da hat jetzt nicht mehr viel gefehlt. Ja, Skippy, das kann ich dir jetzt leider nicht erklären, warum du in ACC nicht schreiben kannst, aber hier schon. Ich habe nichts mit dem ACC-Account zu tun. Ich weiß nicht, was da... was da eingestellt wurde. Zeig doch mal den letzten im Feld. Ja, Bulmas ist ein bisschen weit zurückgeschlagen. Aber fährt natürlich auch trotzdem, profitiert natürlich davon, dass jetzt nur 6 Leute dabei sind. Und für den 6. Platz gibt es natürlich... super Punkt. Ach, das ist dein Audi. Können wir uns mal angucken hier. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Starkes Design. Das ist cool. So, Marci da schließt immer weiter die Lücke auf Cyberbill. Ja, Laden, der will da noch rankommen. Vielleicht mehr als P3 bekommen. Felix konnte sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen mehr absetzen von LD Snooze. Ja, da war wieder ein Fehler drin als 29.0. Ja, Skippy, ich weiß, dass du coole Designs machen kannst. Die sind echt, die sind stark. Hallo Cyberbill. Schön, dass du reinschaust. Und ich sehe dich gerade in Führung liegend.
Aber komisch, die mit den Fahrern zu reden, während sie fahren, ist auch mal was Neues. Hallo, Marci ist da. Jetzt hier nichts spoilern, ne? Also ich bin jetzt hier, ich habe mir auch echt verkniffen, in den GT7-Chat reinzugucken, weil ich bloß nicht gespoilert werden wollte. Um natürlich jetzt hier halbwegs zumindest eine Spannung für mich hier noch zu haben. Aktuell sehen wir Basis da noch hinter Cyberbill fahren, aber er kann da auf jeden Fall dranbleiben. Hier und da kommt er mal sogar näher ran. Aber für den entscheidenden Angriff hat's bis jetzt noch nicht gereicht. Wir haben noch 4 Minuten auf der Uhr. Laden aktuell sehr komfortabel auf P3. Ich glaube auch nicht, dass Felix da nochmal rankommen wird. Ja, P5 und P6 sind gesetzt, denke ich mal, mit LD Snooze und Bulmas. Aber hier vorne, da wird das nochmal eng. Um P1, das Thema ist noch nicht durch. Auch Marci ist da wieder mit einer 1.26.9. Aber die fährt auch Cyberbill, also die nehmen sich hier nix. Aber Lan mit einer 26.6, der holt tatsächlich auch beide vor ihm so ein bisschen auf, fährt hier auch wieder Purple Sektor. Sind allerdings auch nur noch 3 Minuten in diesem Rennen. Also wenn hier gleich noch der finale Angriff kommen soll, dann muss er jetzt kommen. Allzu viel Zeit bleibt nämlich nicht mehr. Das war jetzt mein Handy. Ich will das mal ganz weit weg. So, das wird jetzt hier die vorletzte Runde sein. Laden mit Purple Zeit, aber halt auch mit einer Zeitstrafe. Ey, das könnte jetzt die Entscheidung gewesen sein, dass er vorne nicht mehr mitspielt. Mit der Zeitstrafe. Hat sich trotzdem, müssen wir jetzt drüber gucken. Ich weiß gar nicht, ob, also die schnellste Runde zählt, ja. Obwohl er da eine Zeitstrafe drin hatte. Auch interessant. Aber Cyberbill scheint das jetzt hier alles unter Kontrolle zu haben. Da biegen die Jungs jetzt rein in die letzte Rennrunde. Cyberbill führt vor Marci das Rennen an. Cyberbill natürlich profitiert von dem Zweikampf von Marci und Laden. Hatte ich gedacht, wenn sich zwei da streiten, dann ja, ist er genau in der Kurve hier innen vorbeigegangen. Und hat seitdem die Führung nicht mehr abgegeben. So, wir gucken mal ganz kurz auf LD Snooze. Der wird noch nicht abgewunken, nee. Der fährt auch noch seine letzte Runde jetzt. Bulmas wird gleich der erste sein. Der hier abgewunken wird. Aber wir begleiten das Feld noch einmal durchs Infield hier. Marci Star hofft natürlich immer noch darauf. Es kann immer noch ein kleiner Fehler passieren und dann ist er sofort da. Mal
ganz kurz zum Bulmas, der überquert hier die Ziellinie, beendet das Rennen auf P6. Oh, was? Ist da hinten voll eingeschlagen? Okay, damit war's das. Jetzt ist die letzte Kurve. Da hat er jetzt alles gegeben. Hat's aber nicht gewonnen dadurch. Also Cyberbill gewinnt das Sprintrennen. Hier in Deep Forest, herzlichen Glückwunsch, Masterstar auf P2. Laden beendet das Rennen auf P3. Felix. Eigentlich das ganze Rennen auf P4 beendet hier. Ja, und LD Snooze, der fährt auch noch seine Runde zu Ende. Auf P5. Macht hier nochmal einen wilden Tokyo Drift. Nein, in der Wand. Naja gut, viel verlieren konnte er jetzt auch nicht mehr. Ja, das war das Sprintrennen schon. Nochmal durchgehen brauche ich es nicht, weil das zu den Sachen habe ich was gesagt, weil ich gesagt habe. Oh nein, jetzt muss ich das nochmal suchen. Gehe natürlich jetzt sofort ins Hauptrennen rein. Wait. Jetzt muss ich ihn nur wieder finden in den ganzen Haufen hier. Ja. Hauptrennen. Natürlich erstmal liken. So. Oh, stopp. Gehen natürlich jetzt erstmal wieder die Startaufstellung durch. Also, wir sehen Marcy auf der Pole. LD Snooze auf P2. Cyberbill auf 3. Felix auf der 4. Laden auf der 5. Bulmas auf 6. Und Chris King ist noch dazugekommen im Porsche. Startet von hinten mit. Schön, dass sich da noch jemand gefunden hat. Damit sind wir 7 Fahrer im Hauptrennen. Ja, und Masista führt die Runde jetzt an. Jetzt fahren wir die Strecke richtig herum. Also nochmal eine kleine Umstellung für die ganzen Fahrer hier. Und oh, Laden geht da schon. Turn 1 durchs Gras. Chris King hat da schon eine Position an Bulmas gewonnen und vielleicht sogar hier. Nee, reicht noch nicht, um da vorbeizugehen. Oh, hier steht LD Stoos in der Wand. Uiuiui, das gucken wir uns aber sofort an. Da gehe ich nochmal den vorne den Start gucken. LD Stoos hier auf P2 liegend. Vor Cyberbill. Nur was ist dann jetzt hier mit Snooze passiert? Der verliert hier das Heck. Oh, kriegt der sogar einen Touch-Up? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder hat der sich jetzt aus eigenem Ermessen hier gedreht? Der kommt hier auf den Curb, verliert das Auto. Nee, gab keine Berührung. Eieiei, und verliert daraufhin das Auto. Masista hat die Führung behalten. Hat sich auch direkt einen kleinen Vorsprung da jetzt rausgeholt, weil natürlich da die Lücke aufkommt. Da LD Snooze sich da gedreht hat. Masista hinter Cyberbill. Chris King vorbei am Bulmas. Ja, und LD Snooze findet sich am Ende des Feldes wieder. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber wir haben noch sehr viel Zeit in diesem Rennen. Da ist noch einiges möglich. Hier erstmal der Kampf Porsche gegen Audi. Aber Chris ging hier sehr vorsichtig
fährt hier sehr vorsichtig, kriegt die Kurve auch. Nur in einem ganz weiten Bogen. Hier der Angriff Laden gegen. Ui, kommt sogar leicht zu Oh, okay, das Spiel hat wieder eine große Berührung ausgemacht. Aber geht da vorbei an Felix. Manchmal hast du echt so eine leichte Berührung und dann bounzt das Auto trotzdem ein paar Meter zur Seite. Ist halt auch echt unangenehm. So, ich guck mal währenddessen ein bisschen auf die Reifen. Hier ist, glaube ich, alles auf Medium. Nee, Chris King fährt mit den Harten jetzt in die Wand rein. Uiuiui, was ist denn da jetzt passiert? Der hat hier schon eine halbe Sekunde Strafe. Lässt hier Eldis. Okay, hier muss aber irgendwie. Was hat er sich denn die halbe Sekunde eingehandelt? Okay, wild. Das interessiert mich gerade. Weil der ist hier schon im Autopiloten unterwegs, kann das sein? Weil der hier mit Warnblinklicht rumfährt? Aber es sieht mir ehrlich gesagt nicht ein Autopilot aus. Geht auf jeden Fall erstmal Eldis Nuss vorbei und. Boah, hier geht's einfach voll in die Wand rein. Muss ich da jetzt erstmal wieder sammeln. Auch Bulmers hier mit einer Zeitstrafe. Hier vorne das Feld sehr eng zusammen. Sehr überladen, ist schon direkt hinter Cyberbill. Marcis da konnte sich vorne absetzen. Kann davon auch profitieren, wenn die zwei sich jetzt hier richtig lieb haben. Laden bremst sich hier innen rein, kriegt die Kurve auch. Ah, jetzt ist der Winkel hier sehr spitz. Gibt es eine leichte Berührung, Cyberbill geht außenrum wieder vorbei. Und jetzt im Gegenzug kommt jetzt Felix, hat aber nur die Außenbahn. Da wurde der Winkel sehr spitz für Laden, der da innen versucht hat reinzugehen. Oh, jetzt vielleicht. Turn 1. Hier kommt Laden ein bisschen weit raus, aber hier jetzt sich daneben zu setzen, ist halt auch sehr riskant. Boah, hier geht's in einem wilden Drift durch die Kurven. Laden verliert jetzt hier die Position an Felix. Da gab es, glaube ich, sogar Lichthupe. Oder war das jetzt nur durch den Tunnel? Ich gucke mir das Ganze nochmal aus Ladensicht an, ob es da vielleicht einen Kontakt gab. Hier hat er sich eine halbe Sekunde hier verliert er aus eigenem Stück das Auto, kriegt jetzt hier noch einen kleinen Bums von Felix ab, aber halt auch nur aus der Folge, weil der halt das Auto schon vorher verloren hat. Ja, und dadurch geht Felix dann jetzt erstmal vorbei. Ganz vorne Mars ist da dann ein bisschen Abstand dahinter. Cyberbill Felix jetzt vor. Laden, der immer noch die halbe Sekunde Zeitstrafe hat. Eldisons auf 5, Bulmers auf 6 und Chris King hat immer noch ein Warnblinklicht an, aber das sieht jetzt wieder nach routinierterem Fahren aus. Aber ansonsten sind die Strategien eigentlich soweit überall gleich. Alle haben den Medium-Reifen, bis auf Chris King. Der fährt eine Alternativstrategie. Vielleicht fühlt er sich auch deswegen ein bisschen schwerer.
Vielleicht bekommt er die harten Reifen hier nicht so richtig ans Arbeiten. Was ist da hier mit Purple Sektor Zeiten? Fährt jetzt hier erstmal allen davon, Cyberbill. Muss gucken, dass er dran bleibt. Und Felix kann sich hier auch gegen Laden relativ stark durchsetzen. Baut die Führung da weiter aus. Und LD Snooze. Ja, Laden mit einer 1,33 nur. Da hat LD Snooze mal gerade 4 Sekunden aufgeholt. Und auch zu Felix holt er auf. Ansonsten sehen wir auch auf der Karte oben alles sehr geordnet im Moment. Der engste Abstand ist tatsächlich hier zwischen P1 und 2. Genau wie im Sprintrennen treffen hier die beiden wieder aufeinander. Nur diesmal führt Marcister das Rennen an und Cyberbill fährt hinterher. Also getauschte Rollen hier. Ah, jetzt kommt aber Cyberbill hier durch diese Kurven ganz gut ran. Und jetzt hat er einen Windschatten, den er nicht so ganz mitnutzt. Na doch, jetzt fährt er wieder rein. Ah, er hat sogar eine Strafe. Marcy ist da mit einer Strafe, die er absitzen musste. Das haben wir aus Sicht von Cyberbill gar nicht gesehen. Ja, damit war das Vorbeigehen an Marcister natürlich einfach. Und damit hat Cyberbill jetzt die Führung übernommen. Der Windschatten bringt kein GTR nix. Ja, immer noch besser als ohne zu fahren, würde ich sagen, ne? Man nimmt es ja besser als was du kriegen kannst. So, Chris King fährt in die Box mit den harten Reifen. Das ist ein sehr früher Stop. Vielleicht merkt er, dass es nicht die beste Strategie war, mit den harten loszufahren. Wirft ihn natürlich jetzt weit zurück, weil er auf jeden Fall einen Stop mehr macht als alle anderen. Aber wenn es sich natürlich gar nicht fahren lässt, dann... ist das natürlich vielleicht doch die bessere Entscheidung. So, Laden holt... Oh, die fahren hier aber weit... holen hier weit raus. Gibt aber keine Strafe dafür, dass sie da so weit ausholen. Marcister ist dran an Cyberbill. Man ist echt gleich schnell, obwohl man im Windschatten fährt. Das ist frech. Ja, ich sehe die Strafen, wenn ich auf dem Fahrrad bin. Dann sehe ich die Strafen. Jetzt hat natürlich keiner eine Strafe. Und ich sehe jetzt nicht, wenn ich mit Marcy's damit fahre, dann sehe ich den Vordermann nicht, ob der eine Strafe hat. Aber wenn ich auf Cyberbill bin, dann
wünschen, das sehen. Hier haben wir auch mittlerweile ein ziemlich enges Paket zwischen Laden, Felix und LD Snooze. Das kommt ja auch immer näher zusammen. Gut, auf der Geraden zieht sich das natürlich dann wieder auseinander, aber in der Haarnadel hat man gerade ganz gut gesehen, dass die dann doch recht nah zusammenfinden an den Ecken. So, und Mars ist da. Das sieht doch jetzt mal brauchbar aus hier. Muss er jetzt hier im Infield versuchen dran zu bleiben. Wäre das schon mal Purple Zeiten, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich komme da sehr nah ran, also sehr nah rechts an die Wand. Da ist auch ein kleiner Grasstreifen, den sollte man vielleicht nicht komplett mitnehmen. Aber es reicht erstmal nicht. Alles klar, Skippy. Schön, dass du reingeschaut hast. Vielleicht bist du heute Abend ja auch wieder mit dabei. Alles klar, Skippy. Wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein schönes restliches Wochenende. Genieß es. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder auf der Strecke. So, jetzt haben wir Purple Zeit von Cyberbill gehabt. Die beiden fahren ja auf jeden Fall auf hohem Niveau und man sieht auch, wie die zwei sich von dem Rest so ein bisschen absetzen. Da ist zu Laden eine gute Lücke aufgekommen. Kommen jetzt gleich schon aufgelaufen auf Chris King. Das ist dann sogar schon die erste Überrundung. Richtig, Skippy, in ACC werden wir uns dann sehen. Hier sehr viel Grün mit. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist, wenn du hier die ganze Zeit durch das Grüne fährst. Ich meine, solange das Auto damit nicht wegwirft, ist ja alles gut. Aber machst du natürlich auch die Reifen dreckig. Aber ich denke mal, das ist dann das Leben am Limit, was, ja. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Purple-Sektor-Zeit. Vielleicht sehen wir sogar eine neue Rundenbestzeit jetzt hier. Ich habe das Gefühl, Marcistar musste ein bisschen abreißen lassen von Cyberbill, der hat echt jetzt ein bisschen aufgedreht. Und die Lücke nach hinten wurde ein bisschen kleiner.
Müssen wir jetzt mal auf die Rundenzeiten gucken. Cyberbill mit einer 1.27.9 ist doch keine Purple-Zeit gefahren. 1.29.0 nur von Marcy Star. 28.4 von Lan. Also Marcy Star in letzter Runde tatsächlich, also die letzten zwei Runden hat er da knapp eine halbe Sekunde auf seine eigenen Zeiten verloren. Holt jetzt hier aber wieder gut was raus. Und jetzt kommen wir tatsächlich in die erste Überrundung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier, voilà, wie das jetzt hier funktioniert. Ist natürlich auch immer so ein gefährliches Ding. Es kann viel Zeit kosten oder, ja. Je nachdem, wie gut so eine Überrundung vonstatten läuft. Ich weiß auch nicht, warum er die ganze Zeit Warnblinklicht fährt. Oh, eieiei. Das ist natürlich jetzt nicht optimal für eine Überrundung hier. Also das hat natürlich jetzt Unmengen an Zeit gekostet. Chris King parkt da mehr oder weniger auf der Ideallinie. Hat den Schaden, ja, hat sogar einen Frontschaden davon getragen, also das... Uiuiui. Ist natürlich alles andere als so, wie es gedacht war. Ja, das glaube ich dir, dass das richtig ärgerlich ist. Das ist ja einfach nur unnötig. Da musst du als Überrundeter einfach besser aufpassen. Da musst du mehr Platz machen, du musst die Ideallinie freigeben. Vor allem, wenn du siehst, dass da ein ganzer Zug kommt. Ja, da musst du einfach besser aufpassen. Das ist ganz klar der Fehler von Chris King. Und, ja. Da wäre auf jeden Fall keiner überrascht, wenn da ein Ticket zu fallen könnte. Von deiner Seite aus. Cyberbill jetzt mit einer halben Sekunde Strafe. Und das könnte vielleicht die Chance sein jetzt für Marcy Star, sich da die Führung zurückzuholen. Muss er natürlich jetzt auch dran sein. Das ist vielleicht ein bisschen weit. Ein bisschen weit weg vielleicht. Hallo Zellos. Schön, dass du reinschaust. Ich glaube nicht, dass der jetzt von der Strafe noch profitiert. Müssen wir jetzt mal gucken. Wie gesagt, du verlierst natürlich mehr als nur eine halbe Sekunde, weil du halt den kompletten Schwung auf der Geraden verlierst auch noch. Du wirst ja für eine halbe Sekunde abgebremst. Aber der ganze Schwung fehlt dir natürlich jetzt auf der Geraden, aber es wird trotzdem reichen. Da war der Vorsprung für... von Cyberbildern doch groß genug. Ja, die Strecke verzeiht vor allem keine Fehler. Gerade das Infield mit den Curbs und alles, mit dem Gras, was du direkt neben der Strecke hast, das ist... Du kannst da so schnell dein Auto wegwerfen. Wir können ja mal mitfahren hier, onboard. Du hast halt direkt neben der Strecke die Wand, du hast keine Auslaufzonen. Du hast so ein bisschen grünen Teppich neben dem Asphalt. Aber hier auch nicht. Hier ist direkt das Gras. Und wenn du das klippst, dann... Oder hier die Curbs links. Diese Wurstdinger. Da solltest du auch nicht zu brutal drüber fahren. Boah, und hier kommt er sehr nah an die Wand.
Es ist auf jeden Fall eine sportliche und schwere Strecke. Auf jeden Fall. Das ist was Anspruchsvolles. Aber wir sehen auch die ersten drei hier in der schönen Gruppe jetzt zusammen. Haben sich ein bisschen getrennt vom Rest des Feldes. Also Felix auf P4 fährt da ein bisschen einsamer vor sich hin, genauso wie Snooz auf P5. Das hier ist so das einzige Grüppchen, was wir jetzt noch haben. Wir kommen jetzt so langsam in eine Region rein, wo man mal übers Boxen-Thema anfangen könnte. Die Reifen sehen bei allen drei Fahrern relativ gleich abgenutzt aus. Ist die Frage, ob da sich jemand strategisch jetzt was einfallen lässt, da irgendwie früher in die Box geht. Oder ob man versucht, das jetzt bis auf eine halbe Stunde jetzt rauszuquetschen. Um sich dann, ja, nur mit einer Einstop dann durchzukommen. In 2 Wochen fährst du mit, da freue ich mich ja drauf. Dann gibt's ein seltenes Auto bei der RRL. Uiuiui, was fährst du denn? Also muss es ja jetzt nicht sagen, kannst mich auch überraschen. Aber ich bin gerade am überlegen, was denn ein seltenes Auto wäre. Jetzt könnte irgendwie der Ford Mustang oder so. Am Samstag fährst du mit, ja, cool. Cool. Freue ich mich. So, ich habe jetzt spitzig das hier so allmählich ein bisschen zu laden, der da jetzt Druck auf Masista ausübt. Masista muss jetzt nach vorne und nach hinten gucken. Will auf der einen Seite natürlich angreifen, auf der anderen Seite muss er den Rückspiegel auch im Blick behalten. Laden erhöht jetzt hier das Tempo, macht da jetzt ordentlich Druck. Und wir wissen ja, der Alpha, der ist gar nicht so schlecht auf der Geraden, der ist echt gut dabei. Und jetzt positioniert er sich schon richtig gut hier für die Kurve, hat jetzt hier einen richtig schönen Kurvenausgang gehabt. Und genau jetzt wird er von der Stärke profitieren. Hat jetzt hier die Innenbahn. Könnte aber jetzt auch schon auf die Ideallinie wieder zurückgehen. Das macht er auch. Kein direkter Konter von Masista an der Stelle. Vielleicht will er jetzt hier über den Windschatten zurückkommen, aber ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Boah, wie weit der Alpha jetzt schon? Das ist jetzt schon locker eine halbe Sekunde. Die Laden einfach auf der Geraden schneller ist. Das ist krass. Aber hier auf der Bremse kommt er dann wieder rangeschossen. Und ich denke mal auch mal durchs Infield wird er jetzt besser kommen. Und das Problem ist, du kommst halt im Infield hier nicht vorbei. Außer der vor dir macht halt einen Hardcore-Fehler. Dann kommst du vorbei. So krass nah kommt er jetzt ja auch nicht ran. Und er kommt Laden jetzt eher Richtung Cyberbill, der bisher eigentlich ein recht kontrolliertes Rennen gefahren ist, auch ein sehr ruhiges Rennen gefahren ist. Amerikanische Power, Herr Alpha ist doch italienisch. Oder bin ich jetzt doof? Alpha Romeo? Das ist doch Italien.
Achso, du meinst, du fährst mit amerikanischer Power am Samstag. Okay, amerikanische Power. Dann grenzt das ja wirklich gleich wirklich auf den Mustang ein. Hallo Felix, ja, schön, dass du reinschaust. Wir sind jetzt hier schon im Hauptrennen. 25 Minuten sind schon gefahren. Es ist bisher noch keiner, na gut, außer Chris King, der ist schon in Minute 8 einmal in die Box gegangen. Aber ansonsten ist hier noch keiner in die Box gefahren. Ich gehe mal davon aus, alle warten jetzt hier, bis hier Halbzeit ist, damit sie halt auch safe mit einem Stop durchfahren können. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Grüppchen, was wir hier vorne haben. Master verliert jetzt so ein bisschen den Anschluss, habe ich das Gefühl. Kann aber davon profitieren, wenn Laden jetzt hier gleich den Angriff eröffnet. Und das sieht jetzt schon sehr gut für ihn aus. Der hat jetzt hier richtig Zeit rausholen können auf der Geraden, hat sich da ransaugen können. Und jetzt hier auf der Stadt-Zielgeraden kann er den Angriff setzen. Cyberbill verteidigt es so halbherzig. Er lässt da schon die Innenbahn offen und die nutzt Cyberbill jetzt auch. Wir haben jetzt die gelbe Flagge. Da darf es natürlich nicht überholen. Oh, hier steht Bulmers. Hat der gerade. Okay. Wir sind ja hier in der Wiederholung drin. Gucken wir uns das gerade einmal ganz kurz an, was hier passiert ist. Der bremst hier an und verliert hier. Sehr komisch, das Heck. Fährt jetzt rückwärts. Und wartet jetzt auf die Fahrer, dass sie da vorbeikommen. Und jetzt hat er sich auf die Strecke geportet. Das ist auch okay. Also das war wahrscheinlich das Spiel dann. Aber sehr kurios, wie er das Auto überhaupt verloren hat. Da ist auf einmal random das Heck weggegangen. So, mal gucken, wer jetzt hier der Erste ist, der hier strategisch ein Zeichen setzt. Wer hier einen Undercut versucht. Ich habe schon fast das Gefühl, für Masterstar würde sich das anbieten, weil, mal angenommen, er fährt jetzt in die Box und die zwei kloppen sich jetzt hier richtig. Dann gewinnt er natürlich richtig Zeit mit seinen frischen Reifen. Aber macht er nicht. Bleibt noch dahinter. Und der nächste Angriff von Laden. Oh, da staubt es. Ist er ihm da jetzt hinten drauf gefahren? Vielleicht das Bump Rafting hier vielleicht sogar. Warum habt ihr das so gestaubt? Oh, okay, er ist ihm drauf gefahren. Will er gar nicht vorbei oder warum? Ja, dadurch geht Cyberbill auf jeden Fall schon mit einem großen Bogen durch die Kurve. Da hatte er mehr Speed jetzt gehabt, als er sonst hat, durch den kleinen Schubs. Ist natürlich auch gefährlich. Sowas darfst du natürlich auch nicht vor einer direkt vor einer Bremszone machen. Oh, und jetzt nimmt er da bisschen die Wand mit, Cyberbill. Leichter Fehler. Jetzt lässt er sich ein bisschen unter Druck setzen hier. Und man sieht schon, wie nah Marcy's da jetzt schon wieder da ist. Also, das kostet jetzt hier ungemein Zeit. Deswegen hätte ich an Marcy's Stelle gesagt, fahr in die Box mit frischen Reifen und da vorne sehen wir, boah, wie dieser da abgeht. Da zieht Laden einfach mal an Cyberbill vorbei. Der hat da, glaube ich, links die Wand noch mitgenommen.
Sonst hätte das dann nicht so Funken geschlagen. Bleiben aber alle drei dort draußen. Und ich habe das Gefühl, dass Laden sich jetzt hier absetzen wird, weil da ist jetzt schon ein kleiner Puffer drin. Laden hier damit der Führende. Genau nach Halbzeit übernimmt er hier die Führung des Rennens. Cyberbill auf 2, dahinter Mars ist da. Felix weiterhin hier auf P4, hat den Bulmers hinter sich, den hat er überrundet. Alice Nussan auf 5 und Chris King auf der 7. Position. Jetzt haben wir genau Halbzeit rum. Jetzt ist eigentlich so das Boxenfenster offen für die Einstopper. Und das nutzt Cyberbill auch direkt aus. Er geht direkt rein. Und auch Marcy Star geht rein. Sieh mal, wie viel mehr Sprit der AMG geschluckt hat. Im Vergleich zu dem Nissan. Wird natürlich für Marcy Star jetzt ein längerer Stop dementsprechend, wenn er mehr Spritverbrauch hat. Felix übernimmt damit erstmal P2. Laden ist hier, wie gesagt, noch weiter gefahren. Felix hat hier aber auch eine halbe Sekunde Strafe jetzt aufgesammelt. Auch LD Snooze ist in der Box. Der ist sogar mit 30% Restsprit noch mit reingekommen. Also der war noch sparsamer. So, da fährt Cyberbill schon raus, hat 75. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich denke mal, das sind Prozent. Liter werden es ja nicht sein. Boah, der tankt aber viel. Boah, der tankt. What? Okay, das hat ihn natürlich jetzt ordentlich zurückgeworfen. Marcy tankt das Auto fast komplett voll. Ich glaube, das wird er nicht brauchen. Also der hat mehr verbraucht als... ich glaube nicht, dass er so viel verbraucht hat. Und guck mal, dadurch ist Snooze jetzt rangekommen. Einfach durch... Auch weil Snooze Spritmanagement... Ein besseres Spritmanagement betrieben hat. Ist die Lücke da jetzt... zugefahren worden. So, Felix jetzt in der Box... Laden ist noch weitergefahren. Das könnte jetzt spannend werden mit Felix und Marcy. Weil Felix war zwischen Marcy und Snooze. Aber dadurch, dass die Lücke jetzt so klein geworden ist, vielleicht kommt er sogar noch vor Marcy jetzt raus. Das ist jetzt hier ganz knapp. Also Cyberbill wird da vorbeigehen. Übernimmt wieder P2, aber mit Marcy, das wird jetzt knapp. Der steht noch. Wir sehen, wenn oben die Zeit... Da fährt er jetzt raus. Nee, er steht immer noch. Kommt jetzt hier raus. Wo ist Marcy? Der ist Turn 1. Und Snooze ist auch durch. Oh, wer kam? Ach, das war Chris King. Überrundung. Also das war knapp, da hat Mars jetzt doch P3 behalten. Aber das Loch ist natürlich groß, wenn man mal sieht, zu Cyberbill, ich habe leider keine Sekundenanzeige. Aber man sieht es ja auf der Map, was da jetzt für ein Loch entstanden ist. Der war ja vorher direkt hinter dem. Das sind locker über 10 Sekunden, hätte ich jetzt gesagt. Felix hat auch zu viel getankt. 16 Sekunden sogar.
Ja, das Glück dann für Marcy und Elnis Nuss, dass dann Felix auch zu viel getankt hat. Wobei, wenn ich das jetzt mit Snus, ja, wenn ich das jetzt mit Snus vergleiche, dann hätte ich sogar gesagt, es geht ja noch. Boah, Marcy hat ja wirklich zu viel. Ich meine, am Ende hast du lieber zu viel als zu wenig, das ist klar. Weil du willst ja nicht nochmal in die Box so 5 Minuten vor Rennende, weil du merkst, du hast keinen Sprit mehr. Oder im schlimmsten Fall da ausrollen! Was war das denn? What the fuck? Wer zur Hölle war das? Das war Bulmas. Der hier eine 6-Sekunden Strafe hat. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, Boxenlinie Einfahrt, Ein- und Ausfahrt mitgenommen. Sitzt jetzt hier die Strafe auf der Ideallinie ab und schert jetzt rechts. Boah, Junge. Also da musst du nicht... Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn das jetzt gescheppert hätte. Ui, und jetzt fährt er da hinten in die Wand. Das ist... Uiuiui. Also da musst du mehr Übersicht haben. Also die Strafe auf der Ideallinie abzusetzen ist ja das eine, aber dann... Wenn der von hinten dann angeschossen kommt, dann die Spur nochmal zu wechseln, ist nochmal anders kritisch. Weil Laden wird sich dann jetzt darauf committet haben, okay, dann gehe ich halt links dran vorbei. Aber in der Sekunde zieht der nach links. Ja. Auf jeden Fall sau viel Glück für Laden dabei, dass das nicht schlimm geendet ist da an der Ecke. Ich sehe gerade den Gedächtnisspruch von Obi auf der Windschutzscheibe. Obis Holzreifen. Finde ich cool. Generell das Design ist stark. Also Laden ja nur als Ersatzfahrer mit dabei, das muss man ja auch mal erwähnen. Aber coole Livery hier. Ja, der Kampf... Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo wird Laden rauskommen? Spannend. Kann das eigentlich nur noch zu Cyberbill werden? Der jetzt hier aktuell auf P2 rumfährt. Aber der Abstand ist doch recht groß. Und vor dem ganzen Boxenstops war Laden ja auch in Führung. Also werde ich auch davon ausgehen, dass Laden als erster wieder rauskommt nach seinem Stop. Marcita kann sich von Snooze ein bisschen absetzen und der setzt sich auch von Felix ab. Chris King auf P6 vorbei an Bulmas mittlerweile. Da waren doch jetzt ein paar Fehler von Bulmas drin. Unter anderem die 6 Sekunden Strafe nach seinem Boxenstopp und die Fast-Kollision mit Laden. Jetzt fährt Laden in die Box. Er hat jetzt auch keinen Sprit mehr. Ich denke mal, er ist auch nur wegen Sprit jetzt reingefahren. Ich glaube, wenn der noch Sprit gehabt hätte, wäre er noch weitergefahren. Tatsächlich. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo Cyberbill ist an der Stelle. Kommt jetzt hier auf der Gegengeraden. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das knapp wird. Die Zeiten von Laden waren sehr stabil. Fast gleich die mit Cyberbill und ja. Ich
Ich denke mal, der wird da auf P1 wieder rauskommen. Bulmas auch jetzt in der Boxengasse, der weiß ich jetzt nicht warum. Vom Reifen und Sprit passt eigentlich alles. Er hat einen Frontschaden, aber der geht auch von alleine weg. Tankt da jetzt auf. Laden verlässt die Boxengasse, kommt als... Boah, das ist gar nicht mal... Das ist jetzt knapper geworden, als ich dachte. Oh, da verbremst er sich ein bisschen. Das ist jetzt doch knapper geworden, als ich jetzt vermutet hatte. Das sind jetzt vielleicht so 4 Sekunden, hätte ich gesagt. Das ist immer schwer zu schätzen, ohne die Zeit tatsächlich da stehen zu haben. Also drei Sekunden hätte ich geschätzt. Das. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Das Feld ist komplett boxenbereinigt. Außer es hat sich hier einer vertankt. Derjenige muss dann natürlich einen Extra-Stop machen. Aber zwischen P1 und P2 könnte das tatsächlich noch spannend werden. Und wenn ich mir den Zug hier im Tunnel angucke, zwischen Marcy Star, LD Snooze und Felix, und da ganz vorne fährt Bulmas, und das ist vorhin schon einmal in einer Katastrophe geendet. Aber da kommt Marcy Star erstmal gut dran vorbei. Das wäre jetzt zum Beispiel ein leichtes gewesen, Eldis muss auch hier auf der Geraden einfach vorbei zu winken und ihm nicht hier vor die Karre zu ziehen. Eieiei. Also überrunden, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Da muss man auf jeden Fall nochmal Bescheid geben, dass das so nicht funktionieren kann. Weil blaue Flagge heißt blaue Flagge. Da hast du dem schnelleren Fahrer hinter dir halt die Ideallinie frei zu machen. Und nicht die Mission, ihn da abzuräumen. So, Laden scheint es aber nach seinem Boxenstopp auch weiterhin hier im Griff zu haben. Kann die Führung auch ausbauen. War es ja auf P3, er muss jetzt retten, was noch zu retten ist. Podium ist ja noch drin. LD Snooze ist dahinter, aber wenn er fehlerfrei weiterfährt, dann ist das Podium ja noch da. Also P3 ist auf jeden Fall noch drin. Auch wenn LD Snooze alles dafür tun wird, noch das Podium zu erreichen. Ich meine, er sieht den Mars hier noch vor sich da rumfahren. Vielleicht jetzt hier nicht in dem Geschlängel, aber doch, da vorne hat er ihn noch gesehen. Also das ist noch... Und er fährt hier sogar aktuell Purple Zwischenzeiten. Also LD Snooze ist gerade echt gut unterwegs, muss man sagen. Der fährt sehr konstante 28er. Letzte Runde war durch die Überrundung dann doch ein kleiner Ausreißer dabei. Aber da kann er jetzt gar nichts für. Das war einfach die Überrundung, die Mist war. Und LD Snooze hat natürlich auch einen Spritvorteil. Er hat ein leichteres Auto. Wenn es am Ende um die kleinen Details geht, dann könnte vielleicht das auf der Geraden der entscheidende Unterschied sein.
So, Master Star fährt eine 28,5 und Eldis Lust eine 27,9. Also der wittert da jetzt sein Podium. Also auf P3 würde ich mich jetzt hier noch nicht committen. Da ist noch lange zu fahren. Das sind noch 15 Minuten, die jetzt hier noch zu fahren sind. Und Eldis Lust holt immer mehr auf Marcy. Hier vorne könnte sich vielleicht auch noch was entwickeln. Laden muss das halt auch erstmal zu Ende fahren. Das ist jetzt kein Selbstläufer, da muss er jetzt konzentriert bleiben. Cyberbill wird da auch alles, was ihm möglich ist, da noch reinwerfen. Gehen wir mal von aus, dahinter die Position, die sind gesetzt mit Felix auf der 5, Chris King auf der 6 und Bulmers auf der 7. Position. Da wird nicht mehr allzu viel passieren. Aber zwischen P1 und 2 und zwischen P3 und 4, da könnte es noch spannend werden. Vor allem zwischen P3 und 4 hier bei Eldis Lust und Marcy. Gucken wir mal auf die Zwischenzeiten. Marcy ist da mit einer 28,4. Eldis Lust mit einer 28,5. Da hat er aktuell keine Zeit aufgeholt. Wie sieht es denn hier vorne aus? Jetzt 28,4 zu 28,4 auch hier. Ja, ein bisschen hat Cyber mit ein paar Hundertstel da aufgeholt, aber das reicht natürlich nicht, wenn der Vordermann ein paar Sekunden weg ist. Laden von der Zeit her an Obi rankommt, das... Boah, das ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen, weil er nicht da ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Obi mitfahren würde, der nochmal locker 30 bis 35 Sekunden vor ihm wäre. Also Obi lässt das Feld pro Runde, das siehst du ja immer am Qualifying schon, da ist er ja immer fast 8 Zehntel bis eine Sekunde auf der Pole, ne, mit Vorsprung auf P2. Von daher Glück für die Fahrer, muss man an der Stelle sagen, dass er nicht mitgefahren ist und auch, dass halt so wenig mitgefahren sind. Ist natürlich schlecht an sich, ne, mit so einer leeren Lobby zu fahren. Aber jetzt so für den Fahrer gesehen, ich meine, du sammelst ja ganz gut Punkte. Ich sage jetzt auch mal für ein Rennen, was jetzt nicht so gut lief. Oh, jetzt
bestes Beispiel gerade im Bild gehabt. Wenn das Rennen nicht so lief, du kommst trotzdem auf deinen guten Top-10-Platz und nimmst da deine Punkte mit. Natürlich wünschen wir uns alle volle Lobbys, weil wir dann auch einfach mehr Zweikämpfe und mehr Action haben. Natürlich ist Laden auch stark. Ich meine, er fährt nicht umsonst da vorne jetzt auf P1 und fährt jetzt hier dem Rennsieg entgegen. Muss ich nur die Rundenzeiten angucken. Da 1:27.2 gerade von der Runde auch rausgehauen. Da ist gerade einer aus der Box rausgefahren. Das war Chris King. Oh, hier hat Aldisus jetzt eine halbe Sekunde Strafe. Das ist natürlich gegen den Kampf mit Marcister jetzt kontraproduktiv. Obi volles Gewicht im Ligarennen. Ja, wir haben hier leider nicht sowas wie Zusatzgewicht, glaube ich. In ACC könntest du natürlich mit Zusatzgewichten arbeiten, aber das ist natürlich... Ja. Ob du das Feld jetzt so zusammenhalten willst, ist natürlich jetzt auch die Frage. Da finde ich das in ACC eigentlich schon ganz gut gelöst, dass wenn du... Wenn im einen Rennen... P1 und P2 und P3 im nächsten Rennen dann Zusatzgewichte bekommen. Der erste kriegt 30 Kilo, der zweite 20 und der erste kriegt 10 Kilo für das nächste Rennen dann drauf. Das wechselt natürlich dann von Rennen zu Rennen. Das finde ich eigentlich eine gute Lösung, nur ich glaube nicht, dass wir das hier in GT7 umgesetzt bekommen. Ich weiß nicht, ob wir hier mit Zusatzgewichten arbeiten können, tatsächlich. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich als Lobbyhost sagen könnte, dass das Auto kriegt jetzt Zusatzgewicht. Oder ob das jeder Fahrer dann selbstständig auf sein Auto packen muss. Müsste man sich jetzt mal informieren. Aber an sich finde ich die Regelung eigentlich ganz cool. Das wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert für die kommende Saison. Wir sind ja immer noch am Plan für die nächste Saison. Die Tests laufen ja nebenbei. Da haben wir gerade die schnellste Rennrunde von Laden noch zu Ende fahren sehen. Ich werde mich mal informieren, ob man das hinkriegt. Natürlich ist das... Ja klar. Wenn der Erstplatzierte, sage ich mal, 30 Kilo auf sein Auto packt, dann musst du... Oh! Oi! Oh, jetzt fährt er immer noch rein. Das ist jetzt nicht im Ernst passiert. Laden fährt die schnellste Rennrunde. Hat das Rennen in der Hand. Und was passiert dann jetzt hier? Er kommt hier auf diesen Curb. Verliert das Auto. Und jetzt kommt dann Cyberbill, der sieht das... nicht schnell genug und fährt da ihm da auch noch rein. Laden mit einem kompletten Schaden. Marcister ist zu weit weg. Der kann da nicht von profitieren. Aber Cyberbill hat damit jetzt gerade mal die Führung übernommen. 7 Minuten vor Rennende, obwohl das Ergebnis eigentlich schon... Er hatte eigentlich die Finger schon am Pokal gehabt.
Und dann, das ist nämlich genau dieses Konzentrations... Das Rennen ist erst vorbei, wenn du über die Zielflagge... an der Zielflagge vorbeigefahren bist. Dann ist das Rennen erst vorbei. Und bis dahin musst du konzentriert bleiben. Für Master ist sich das jetzt nicht ausgegangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn er nicht so viel getankt hätte und sich vielleicht dadurch 5 Sekunden oder so gespart hätte, dann wäre er da noch in Schlagdistanz gewesen. Tut mir leid, dass ich die Unterhaltung jetzt ein bisschen unterbrochen, aber natürlich beziehe ich mich aufs allererste erstmal hier aufs Renngeschehen. Ja, BOP aus, Standardeinstellung per Videoaufnahme machen. Das Problem ist, du brauchst halt auch, dann, du musst das nach jedem Rennen, bei jedem Fahrer dann immer kontrollieren. Und wenn du es dann nicht, einmal nicht kontrollierst und dann kommt da einer durch, dann ist das Geschrei wieder groß. Und das ist ein Zeitaufwand. Ich meine, das kann man machen. Aber weiß ich nicht. Ja, eine Aufnahmepflicht gibt es ja sowieso, in egal welcher Serie du fährst. Nur wie gesagt, du musst halt jemanden haben, der das halt auch kontrolliert jedes Mal. Da musst du die Aufnahmen zugeschickt bekommen von jedem Fahrer. Da musst du alles gucken, ob es passt. Also, da bin ich jetzt ehrlich zu dir. Ich will jetzt nicht der sein, der das kontrollieren muss. Aber ich finde das mit dem Zusatzgewicht, vielleicht kann man das irgendwie einstellen. Ich guck da mal, ich werde mich mal informieren. Ich werde da vielleicht auch mal mit Obi drauf ansprechen. Der ist ja auch viel am Plan, was nächste Saison angeht. In ACC ist das halt einfach gelöst, weißt du, da läuft der ganze Server mit einer Entry-List. Da ist jeder Fahrer eingetragen und du kannst da eingeben, hier welcher Fahrer Zusatzgewicht bekommt. Das ist dann automatisch da drauf. So, aber wir haben ja hier keine Entry-List. Das ist ja einfach eine Lobby aufgestellt. Eine private. Wo du ja theoretisch schon gucken musst, dass jeder hier sein Auto richtig auswählt. Selbst das kann ich ja nicht mal vorgeben, dass hier... Ne? Ich meine, das ist ja recht offensichtlich, wenn hier jemand das falsche Auto fährt. Aber wenn du jetzt so falsche Settings oder so im Auto hast, dann siehst du das ja nicht auf den ersten Blick. Dann musst du halt, ja, Videoaufnahmen haben. Aber wir werden das schon klären. Ja, Cyberbill, muss man jetzt mal abschließend zu diesem Rennen sagen, hat zweimal, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen, war er einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat zweimal die Position 1 hier abgestaubt. Natürlich auch starke fahrerische Leistung von ihm. Ohne Frage. Aber das Glück musst du dann halt auch dabei haben. Aber auch hier sage ich, das Rennen ist erst vorbei, wenn er die Zielflagge überquert hat. Laden ist noch am Fahren, der ist noch dahinter, der ist noch da. So, was haben wir hier? Master auf P3, LD Sims
noch auf P4, der hat aber sehr wenig Sprit dabei. Also der muss da jetzt mit Sprit, das ist die andere Seite von Falschtanken, ne? Also wir haben hier die Seite von Falschtanken gehabt mit zu viel. Aber die kann es noch schlimmer gehen, wenn du zu wenig tankst. Wobei LD Snooze eigentlich ein Mathe-Profi ist. Der hat das wahrscheinlich aufs Milligramm. Mit der Kokswaage hat er das den Sprit da ausgerechnet. So, wir haben jetzt noch eine Minute. Die Fahrer werden, zumindest die ersten beiden, noch eine Runde fahren. Das gibt Laden natürlich nochmal die Chance, seinen Fehler da wegzumachen. Aber dann muss er halt jetzt auch viel riskieren. Erstmal die Lücke schließen und dann noch den Lucky Punch hier in die wahrscheinlich letzte Kurve hier reinhauen. Wenn er schafft, hier dran zu sein, dann hat er mit dem Alpha eine Chance, weil der ist topspeedmäßig ja doch überlegen. Das Drag Race könnte er gewinnen. Aber da muss er erstmal rankommen, da muss er sich jetzt erstmal hinkämpfen. Das sind jetzt aber auch nur noch 5 Sekunden, aber schaffen sie. Ab jetzt wird nämlich erst abgewunken, Master wird der Erste sein. Dürfen das natürlich jetzt hier nicht aus den Augen verlieren. Masistar beendet das Rennen auf P3, LD Snooze auf P4, dazwischen kommt noch Chris auf P6 ins Ziel. Felix beendet das Rennen auf P5 und Bulmas ist noch auf der Gegend. Da schalten wir mal ganz kurz hier auf P1 und 2. Ich wünsche dir auch ein schönes restliches Wochenende, Zellos. Vielleicht bist du ja heute Abend auch noch mit dabei im Stream. Heute Abend ist ja noch die Samstagsserie. Bist du herzlich zu eingeladen, auch da reinzuschauen. Aber ich freue mich auch, wenn du in 14 Tagen auch hier mitfährst. So, letzte Kurve. Auch hier kein Final-Angriff. Bulmas beendet das Rennen auf der 7. Position und hier wird das Rennen beendet zugunsten für Cyberbill. Gewinnt hier vor Laden das Hauptrennen. Ja, Laden, der es sich so ein bisschen selbst weggeschmissen hat am Ende. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Muss man am Ende sagen, sehr ärgerlich. So Jungs, ich hoffe, der Real Life hat euch gefallen. Ich habe es jetzt so gut umgesetzt, wie es ging. wir sind ja heute Abend wieder dann richtig live mit der Samstagsserie. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Hört uns also später hier wieder auf dem Kanal. Machen jetzt mal eine kleine Pause hier und hören uns dann um, ja, sag ich mal, kurz vor 20 Uhr geht's ja dann hier weiter. Ja, sehr gerne. Und ja. Also schaltet gerne heute Abend wieder rein. Fahrt auch gerne heute Abend noch mit. Es sind noch Plätze frei. Ihr seht ja, je mehr mitfahren, umso spannender wird's. Und ja, freue mich über jeden, den ich heute Abend hier noch sehe, entweder auf der Strecke oder hier im Chat. Bis dahin, haut rein und bis später.